Willkommen zur zweiten Session von Max Payne 2. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe wieder einen Browser-Modus gehabt, den Typen. Wir haben sogar wirklich das Headset auf. Krasser Shit. So. Gucken wir mal, ob wir hier noch was haben. Okay, schmeiß alles um. Stimmt, hier waren wir ja drinnen. Okay. Wir müssen auf den Balkon. Oh. Hä? Bin drin. Seh mich mal um. Ich denke mal nicht, dass wir den Laptop nutzen können. Die Garderobe liegt um. Hier ist nichts. Sehen Sie oben nach. Will ich wirklich nach oben? Ich gehe nach oben. Auseinandernehmen. Papiere, Fotos, alles muss mit. Es muss sauberer sein als jemals zuvor. Kaufmanns Befehle. Wenn und falls das CSI-Team auftaucht, muss es aussehen, als wäre hier drin ein schwarzes Loch materialisiert, das jeden Fingerabdruck, jedes Haar, jedes Stäubchen geschluckt hat. Wie jemand, der mit der Zeitmaschine zurückfährt und seine Eltern... Das lief nicht so gut. Ich würde mir am liebsten nochmal die anderen Medizindinger holen. Wer braucht denn bitte schon so eine große Bude, ey? Da noch nicht rein, ich will erstmal. Okay. Das ist die Leiche. Wir sind zu spät. Er ist tot. Verschwinden Sie von dort. Wir müssen abhauen. Noch mehr Cleaner in der Lobby. Kommen in Ihre Richtung. Ich war nicht bereit zu gehen. Jedenfalls nicht ohne ein einziges Beweisstück. Auf dem Foto posierte eine Gruppe Männer vor einem Anwesen. Corcoran war da, Senator Gate und Alfred Wooden. Also war es die Wahrheit. Die Wetten waren gemacht. Der innere Kreis war mit von der Partie. Okay, waren das jetzt alle?
Mist, er hat uns tatsächlich getroffen. Okay, wir müssen die Waffe wechseln. Ich gehe auf die doppelte Desert Eagle. Wir annehmen, das kommt vielleicht noch welche hoch. Hat der eine Typ sich hier verschanzt oder warum kommt man plötzlich hier rein? What the fuck? Shit. Pass auf. Nicht ernsthaft. Wir sollten mal wieder zwischenspeichern, ne? Von da sind wir gekommen, ja, okay. Was habe ich da gerade? Ah, nee. Ich hab nichts aufgesammelt, alles klar. Ich glaube, die Waffe wurde gerade weggeschossen von der Tür. Was jetzt? Noch mehr in der Lobby vor Ihnen. Alter.
zwischenspeichern. Okay, die kommen jetzt hoffentlich angeschissen. Ich gehe lieber hier hin. Der letzte will nicht, oder was? Verdammt, aus Versehen schon den richtigen Weg genommen. Fällt das denn keinem mehr auf, dass hier andauernd Schüsse fallen etc.? Das muss doch laut sein. Zwischenspeichern. Ja, okay. Klingt fast, als hätte die Schallplatte einen Sprung. Noch mehr Cleaner rechts hinter der Tür in der Lobby. Danke. Weiter geht's mit Adresse unbekannt. Wohin ich auch ging, das Münztelefon läutete. Schließlich nahm ich meinen Mut zusammen und ging ran. John, du musst verschwinden. Er ist hinter dir her. Er will dich haben. Sie kommen näher. John, ich liebe dich. Gib nicht auf. Ich würde sie niemals aufgeben. Wo ich auch war, hörte ich ihre Stimme in meinem Kopf. Sie führte mich. Ich verfolgte mein Double zu einem noblen Nachtclub, dem Pink Flamingo. Es war Happy Hour. Sie servierten Flamingo-Cocktails. Der Flamingo und mein Double gehörten irgendwie zusammen. Eine Stripperin in der Bar sah aus wie mein Mädchen. Mirrors Männer hatten mich gefunden. Ich rannte. Haltet ihn! Da ist er! Haltet ihn! Du kannst nicht entkommen! Wir werden dich holen! Du kannst nicht entkommen! Mira war ein einflussreicher Mann in New York. Seine Männer verfolgten mich. Sie trugen weiße Uniformen. Sie sahen so sauber aus. Sie verfolgten mich in schwarzen Vans mit dem Flamingo-Logo. Ich rannte. Okay. Gut, machen wir ein Funkpäuschen. Spitz bedanke mich. Bis dann.